Schönen guten Tag zusammen. Guten Tag, Horst. Die Herren Kolmar Schulte-Golz. Herzlich willkommen. Ihr könnt uns jetzt tagelang wahrscheinlich über diese Kunstwerke was erzählen. Wir fassen uns erst mal kurz und stellen euch beide vor. Wer seid ihr beide? Ich bin der Finn. Ich bin der Peter. Vater und Sohn? Nein, das ist mein Großvater. Da hat er sich gut gehalten, du bist schnell gewachsen, ne? Würde ich auch sagen. Ich gehe mal davon aus, der Großvater ist dann schon langsam in Rente? In Unruhestand. In Unruhestand. Und du, was machst du beruflich? Ich bin seit letztem Jahr ausgebildeter Tischler. Sehr schön, das war tatsächlich immer mein zweiter Traumberuf. Okay. So, von wem ist denn jetzt die Mappe hier? Die Mappe ist von dem Kunstraum Neuss, Günter Malter. Mhm. Leider verstorben, auch früh verstorben. Mhm. Und da haben wir viele Bilder von ihm, wie das so ist bei Künstlern. Das heißt, du bist auch ein Kunstsammler, du hast auch immer gerne was dazu. Ja, natürlich. So, und dir gefällt es nicht? Ich sehe es schon, du musst nichts sagen. Jetzt lassen wir uns das Ganze mal erklären von dem lieben Kolmar. Genau. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass das Ganze eine Mappe sei. Dazu klappe ich es einfach noch mal kurz zu. Und dann sieht man das nämlich da drauf auch mal, wie schön das ist. Es ist nämlich eine wirklich große Mappe. Und dann ist das eben hier auch draußen betitelt. Da steht nämlich Projekt Flagge zeigen, Aktion für mehr Demokratie. Und das ist genau der Ansatz gewesen, den Klaus Steck mit dieser Mappe verfolgt hat, dass er ihm befreundete und bekannte Künstler eingeladen und gebeten hat, für diese Mappe einen Beitrag zu tun. Und der Sinn und Zweck der ganzen Sache, was sich auch in dem kleinen Postkartenbüchlein erklärt, das ist eigentlich ein Bekenntnis zur Demokratie hier von den künstlerischen Urhebern. Und ich habe exemplarisch hier vielleicht mal die Vorderseite kurz zu zeigen. Da hat der Künstler A.R. Penck zum Beispiel mit seinen typischen Piktogrammen, also mit diesen kleinen Zeichenmännchen, beigetragen, auch mit dem Schriftzug. Das war für A.R. Penck eine typische Sache, dass er das Zeichen, das Bildzeichen und eben die Schrift immer wieder miteinander verbunden hat. Das ist das Äußere der Mappe. Hier kann man auch gleich die Erhaltung mal kurz ansprechen. Die Mappe ist immer so beieinander geblieben. Es sind 38 verschiedene Papierarbeiten darin, die durch die Mappe sehr, sehr gut geschützt waren. Sie haben die nicht aufgehängt, was ja auch viele taten. Aber die Mappe ist von außen einseitig vergilbt, also quer durchs Motiv und hat eben auch tiefe Kratzer auf der Vorderseite. Aber während die Mappe außen nicht so gut beieinander ist, ist sie innen perfekt. Ist sie innen sehr, sehr schön erhalten. Und es gibt unter anderem hier die hauptsächlich gefragten Blätter der Mappe. Man sieht hier die Gates, also das berühmte Kunstwerk von Christo im Central Park. Eine Projektstudie dazu. Und das passt einfach gut. Flagge zeigen und hier wehen die gelben Fahnen im Wind bei diesen Gates in New York. Das ist auch von Christo zum Beispiel handsigniert auf der linken Seite. Und man sieht auf der rechten Seite, dass es eben wirklich immer durchgehend über alle Kunstwerke hinweg das Exemplar 3 von 35 ist. Das kann man hier unten ganz gut sehen. Das heißt, es gab 35 Mappen. Also gab es jedes Plakat einmal, also 35 Mal. Ja. Aber jedes ist einzeln signiert von dem jeweiligen Künstler. Ja, in dieser Edition auf jeden Fall. Aber es gibt zusätzlich zu diesen signierten Künstlerexemplaren, die hier zu sehen sind, mit den Originalgrafiken, zum Beispiel hochwertigeren Siebdrucken, gibt es auch noch einfache Plakateditionen. Und am Markt sind beide befindlich. Und die sind auch komplett hier? Die sind komplett. Ich habe einmal geschaut, sind wirklich 38 Künstler in dieser Mappe vertreten. Und das Wichtige ist, es sind auch die am höchsten dotierten Einzelblätter dabei. Und das sind eigentlich die beiden, die ich hier gerade hervorgezaubert habe. Also es ist einmal Ruprecht Geiger und einmal ist es hier ein Blatt von Christo. Und die werden häufig, das ist das Schicksal solcher Mappen, wenn einzeln verkauft. Wenig bekannte, aber viele andere dabei sind, dann verkauft man die Einzelnen zum hohen Preis und hat den Rest quasi so als Beifang. Also dann bin ich ganz begeistert, dass wir ein komplettes Exemplar von 35 haben. Jetzt erklär mir dieses kleine Booklet noch dabei. Gehört das zu dieser Mappe dazu? Ja, im Prinzip ist es die Verkleinerung der großen, hier befindlichen grafischen Arbeiten. Und in diesem kleinen Booklet sind wirklich zum Heraustrennen die einzelnen Postkarten zu finden, die nochmal zum Beispiel abbilden, was wir im Großen da sehen können. Und hier ist eigentlich nochmal das Schöne, dass wir auch hier die Originalunterschrift von Klaus Steck haben, der das ganze Projekt begleitet hat. Und tatsächlich wurden andere Mappen dieser Art in Ausstellungen gezeigt, um vor allen Dingen diesen demokratischen Ansatz besonders zu leben und zu feiern. Wie alt ist die Mappe? 1994 ist sie herausgegeben worden. Einige der Beiträge sind tatsächlich auch noch mit 93 gekennzeichnet, weil es natürlich länger dauert, bis man all diese Künstler mit ihren Werken auch wirklich gedruckt hat. Doll, ich bin begeistert. So, jetzt der Wunschpreis, jetzt bin ich sehr gespannt. Wir denken zwischen 5.000 und 6.000 Euro für die komplette Mappe bringen.
Was sagt Kunstmarktkenner Kolmar? Jetzt ist es tatsächlich so, dass die Einzelblätter, zum Beispiel dieses hier, mit 600 Euro häufig im Handel sind, von Christo. Genauso gut ist das Kunstwerk von Ruprecht Geiger auch mit um die 600 Euro als Einzelblatt anzusetzen. Meine Einschätzung ist deshalb ganz bei Ihnen. Zwischen 5.000 und 6.000 Euro ist diese Mappe zu bewerten, weil selten überhaupt eine komplette Mappe noch auf den Markt kommt. Ja, dann würde ich sagen, ich drücke euch beiden ganz dolle die Däumchen. Vielen lieben Dank. Dass die Händler das genauso fantastisch finden wie ich und die Kohle um den Tisch legen. Bleibt mir gesund, kommt gut nach Hause und da geht's rüber in den Händlerraum. Danke, gleichfalls. Tschüss jetzt zwei. Alles gut. Tschüss. Die Mappe zu verkaufen ist eigentlich, sie hat im Schrank gelegen über fast 30 Jahre und damit ist das erledigt. 38 Kunstwerke, ein Preis. Er mit den Geboten. Guten Tag. Hallo. Einen wunderschönen Tag. Hallo. Grüße Sie. Sie haben durch Glück oder durch Verstand diese wunderschöne Mappe zum richtigen Zeitpunkt erworben und eine Dreierauflage. Haben Sie die damals frisch gekauft? Ja. Ja? Sie haben das investiert. Ein Freund von mir war Künstler, ist leider verstorben. Und der kam irgendwann und sagte, hör mal, du hast ja kein Interesse dran. Warum nicht? Jetzt liegt die aber fast 30 Jahre bei uns im Schrank. Mhm. Und irgendwann auf Geburtstag meiner Tochter, also seiner Mutter, kam das Thema Barbares für Rares. Und dann, was haben wir da? Das war eine super Idee. 800 Euro fange ich an. 900. Ja, mache ich weiter. 1.000 Euro. Ich mache 2.000. Bravo. Schon gute Namen. Christo, Öcker, Gras. 2,2. 2,5. Also wenn Sie die Einzelblätter addieren. Ja. Das summiert sich natürlich. Dann sind sie bei fast 5.000 Euro. Mhm. Nur die Einzelblätter. Nicht als Mappe gebunden, nicht mit dem Heftchen dabei. Ja. 2,6. 2,8 bei mir. 2,9. 3.000. Sind wir schon im Bereich, wo Sie sich davon trennen würden? Noch nicht ganz. Aber der Weg ist das Ziel und die Richtung stimmt, oder? Die Richtung stimmt. Ich muss nur noch weiter. Mir sagen auch, die Expertise war zwischen 5.000 und 6.000 Euro. Mhm. 10% mehr, 3,3. 3,4 von 3,5. Also ich kann Ihnen unsere Schmerzgrenze sagen, sind 4.000 Euro. Die würde ich Ihnen geben. Deal? Was sagst du, Junior? Da muss ich es nicht wieder ins Auto tragen. Gut. Diese Generation. Das ist unser. Wollen wir ein Geschäft machen mit 4.000 Euro? Ja, okay. Das ist fantastisch. Ich habe meine Kinder auch lieb, aber das ist immer für Großeltern. 2,4,6,8.000. Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr. Dankeschön. Viel Erfolg. Danke. Dann teilen Sie das mal gerecht. Meine Enkelkinder werden davon partizipieren. Toller Großvater, ja, muss man sagen. Super. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Wir danken Ihnen. Kommen Sie gut heim. Tschüss. Tschüss. Wir sind zufrieden. Wir haben 4.000 Euro erreicht. Was wollen wir mehr?